Seit 1877 stellt Kverneland Tarup Landmaschinen her und ist heute einer der wichtigsten Anbieter von Futtererntemaschinen. Jahrelange Erfahrungen fließen in die Produktion ein. Der professionelle Landwirt und Lohnunternehmer verlangt von seinen Maschinen Effektivität, Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit. Und genau das bietet Kverneland Tarup an. Hervorragende Technologie, Hochleistungsmaschinen, einfache Wartung und lange Lebensdauer. Alles, was Kverneland Tarup zur ersten Wahl macht. Hier kommt ein Scheibenmähwerk der 2000-Serie. Die Arbeitsbreiten reichen von 1,6 bis 2,8 Meter. Für den Transport wird das Mähwerk senkrecht hinter den Schlepper geklappt. Die bewährte Technik dieses Mähwerks sorgt für einen sauberen Schnitt und einen gleichmäßigen Futterschwad. Wenn das Gelände es erlaubt, gibt es bei der Mähgeschwindigkeit kaum eine Grenze. Wird ein Hindernis angefahren, so schwenkt das Mähwerk nach hinten und oben aus. Anhalten ist nicht nötig. Es geht einfach weiter. Einfache Wartung ist wichtig. Das klappbare Schutztuch sichert einen bequemen Zugang zum Mähbalken. Kverneland Tarup verwendet runde Scheiben. Sie sind gegen Steine unempfindlich. Der An- und Abbau ist sehr einfach. Die Maschine steht stabil auf zwei Abstellstützen und der Dreipunktbock steht immer horizontal. Die Scheibenmähwerke der Serie 2100 sind in Arbeitsbreiten von 2,4 bis 3,2 Meter lieferbar. Der Mähbalken hat keinen Innenschuh, was besonders auf dem Vorgewände vorteilhaft ist. Das Gras kann an keiner Stelle des Mähbalkens hängen bleiben. Wie alle Dreipunktmaschinen von Kverneland Tarup ist auch die 2100-Serie mit dem Non-Stop-System ausgerüstet. Beim Auftreffen auf ein Hindernis schwenkt der Mähbalken nach hinten und oben aus und geht danach automatisch in Arbeitsstellung zurück. Die Arbeit muss nicht unterbrochen werden. Beim Schwenken in die Transportposition dreht die Aufhängung im Getriebe und die Transportbreite wird verringert. Der Kverneland Tarup 2500 ist eine Neuentwicklung mit horizontaler Transportposition. Die mittige Aufhängung des Mähbalkens sorgt für eine perfekte Bodenanpassung. Die patentierte Blattfederaufhängung des Mähwerks ist extrem solide gebaut. Die Funktion ist sehr einfach. Die Blattfedern sind im Auslegerarm integriert und absorbieren somit alle Unebenheiten der Bodenoberfläche. Je nach Zustand des Bodens sollte der Bodendruck 30 bis 40 Kilogramm betragen. Den Druck regulieren Sie mit dieser Feder. Wenn die Maschine abgestellt wird, stellen zwei Abstellstützen sicher, dass sie stabil steht und leicht wieder angebaut werden kann.
Die 3000-Serie, hier das Modell Tarup 3028, gehört zu einer neuen Generation von Scheibenmähern. Der Landwirt von heute muss Zeit und Geld möglichst effektiv einsetzen. Die Maschine ist so gebaut, dass sie entweder einen Schwad ablegt oder das Material auf der gesamten Arbeitsbreite verteilt. Das gemähte Material wird also sofort verteilt und kann so schneller anwelken. Sie sparen Zeit und verbessern gleichzeitig die Qualität des Ernteguts. Die Ablage ist sehr luftig und gleichmäßig. Die tägliche Inspektion des Mähbalkens und das Auswechseln der Messer erfolgt bequem und einfach. Sehen Sie nur, so einfach kommen Sie an den Mähbalken heran. Die Umstellung zur Schwadablage erfolgt ganz einfach mit den Hebeln auf der Haube. Die Einstellung der Leitbleche erfolgt gruppenweise. Die Maschine ist jetzt auf Schwadablage eingestellt und los geht's. Beim Wenden bewährt sich der große Aushub, die Schwade auf dem Vorgewende werden nicht berührt. Achten Sie auf die solide Konstruktion des Dreipunktbox und der Aufhängung. Die 3000-Serie wird zum Transport horizontal hinter den Schlepper geschwenkt und dann geht's weiter zum nächsten Feld. Mit der neuen 4000-Serie bieten wir ein hervorragendes Programm von gezogenen Scheibenmähern an. Die Arbeitsbreiten reichen von 2,4 bis 4 Meter. Das Modell 4032 fährt in Arbeitsstellung. Beachten Sie den Schwad, der vom Y-Fingeraufbereiter hergestellt wird, und die neue offene Konstruktion. Schön und gleichmäßig. Genau der Schwad, den Sie für den nachfolgenden Häcksler, Ballenpresser oder Wender brauchen. Die Maschine ist mit großen Reifen ausgerüstet, um die Gefahr für Bodenschäden zu minimieren. Die 4000-Serie ist besonders für den professionellen Landwirt konstruiert, der über Jahre unübertroffene Arbeitsleistung und Zuverlässigkeit verlangt. Die berühmte Super-Float-Aufhängung bedeutet, dass der Mähbalken unabhängig gelagert ist und kleinere Hindernisse leicht passiert. Bei größeren Fremdkörpern tritt die Federaufhängung in Aktion. Die einstellbare Aufhängung sorgt für einen Auflagedruck von nur 30 bis 40 Kilogramm an jeder Seite. Wir haben jetzt die Breitstreueinrichtung angebaut. Sie sehen, wie gleichmäßig und luftig die Streuflügel das Gras ablegen. Sonne und Wind lassen das Material sofort anwelken. Mindestens ein Z-Vorgang kann eingespart werden. Das Gras wird wie von einem Z-Wender gleichmäßig im Feld verteilt.
Das neue BX-Schwad-Ablageband ist eine Zusatzausrüstung, lässt sich aber leicht anbauen und nachrüsten. Dieses System kann zwei Schwade zusammenlegen. Der erste Schwad wird bei hochgeklapptem Band normal abgelegt. Das Ablageband wird heruntergeklappt und legt den zweiten Schwad neben dem ersten ab. Oder auf dem ersten. Hier arbeitet es in Kombination mit einem frontangebauten Mähwerk. Großbetriebe und Lohnunternehmer verlangen eine gute Arbeitsqualität bei hoher Flächenleistung. Und das bekommen sie mit dieser Kombination. 328F im Frontanbau und 3310 gezogen. Diese Maschinenkombination bewältigt in einer Überfahrt mehr als 7 Meter Arbeitsbreite. Hohe Flächenleistung ist aber nicht genug. Auch das Ergebnis muss stimmen. Sehen Sie diesen Schwad. Die mitten angebaute Zugdeichsel macht es möglich, das Feld von einer Seite zur anderen ohne Parzellen zu mähen. Auch das Manövrieren im Feld wird spielerisch leicht. Mit dieser Kombination können Sie bis zu 10 Hektar pro Stunde mähen. Effektivität, Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit. Tag für Tag, Monat für Monat, Jahr für Jahr. Das ist es, was Sie wollen und was Kverneland Tarup Ihnen bietet. Das Tarup 4062C ist ein gezogenes Mähwerk mit einer Arbeitsbreite von vollen 6,24 Meter und somit eines der größten Scheibenmähwerke mit Aufbereiter auf dem Markt. Beachten Sie, wie problemlos das Mähwerk durch schmale Tore fährt. Alles dank der mitten angebauten Zugdeichsel, die dem Mäher eine besondere Wendigkeit verleiht. Die Umstellung ist einfach. Nur einen Knopf drücken und der vorprogrammierte Schaltkasten sorgt automatisch für die Umstellung von Transport in Arbeitsstellung.
Zwei separate Mäheinheiten von je 3,2 Metern sind über eine bewegliche Lenkerstange verbunden. Und dies zusammen mit dem Tarup Superflow-System bedeutet, dass das Mähwerk allen Bodenunebenheiten genau folgt. Das 4062C Mähwerk ist mit dem bewährten Y-Fingeraufbereiter ausgerüstet. Das Resultat ist eine leichte, luftige Schwand. Wie bei allen anderen gezogenen Mähwerken von Tarup können Sie zwischen Ablage von Einzelschwaden und Breitstreuen wählen. Oder Sie können mit dem Schwadablageband arbeiten. Mit der Standardeinstellung legt das Mähwerk zwei Einzelschwaden an. Das Mähwerk ist jetzt für Breitstreuen in der vollen Arbeitsbreite eingestellt. Beachten Sie, wie schonend das Gras in einer lockeren Schwad abgelegt wird. Wind und Sonne beginnen sofort das Anwelken des Erntegutes. Hier ist das BX-Schwadablageband eingeschaltet. Beachten Sie, wie die rechte Schwad unter die erste Schwad gelegt wird. Das Querband ist allerdings Zusatzausrüstung. So wird es möglich, zwei Schwaden zusammenzulegen, sodass sie für Pickup-Breiten von 1,8 bis 3 Meter passen. Mit zwei Überfahrten wird es auch möglich, vier Schwaden von vollen 12 Metern Arbeitsbreite zusammenzulegen und sie somit an Pickup-Breiten ab 4 Meter anzupassen. So wird eine Schwade hergestellt, die sogar die Kapazität der größten selbstfahrenden Häcksler ausnutzt. Enorme Arbeitsleistung und Flexibilität machen das 4062C zur Sonderklasse. Die Elektrohydraulik sorgt über den Joystick für den Ablauf aller Funktionen. Die besonders breite Bereifung für weiche Bodenverhältnisse gewährleistet einen niedrigen Bodendruck und verhindert somit Bodenschäden. Das 4062C ist mit mitten angebauter Zugdeichsel mit Schwenkgetriebe ausgerüstet. Deshalb können Sie mit diesem Mäher wie mit einem Drehpflug arbeiten. Dabei gewinnen Sie 10% mehr an Leistung, da nur ein Minimum an Zeit auf dem Vorgewende vergeht. Dieses Konzept verleiht außerdem dem Mäher eine besondere Manövrierfähigkeit, wenn man um Ecken und an Hindernissen vorbeisteuert. Wenn die Arbeit im Feld beendet ist, genügt ein Knopfdruck und der Mäher klappt automatisch in Transportstellung ein. Das integrierte Transportsystem reduziert die Transportbreite auf weniger als 3 Meter. Wählen Sie die Zukunft. Wählen Sie Tarup.